Also irgendwie ist hier der Wurm drin. Warum ist denn der Krempel immer fertig, außer das Fass, was hier ganz außen steht? Es ist doch nicht so, dass Kartoffeln länger brauchen. Oder wie, oder wett? Doch. Tatsache. Brauchen tatsächlich länger. Was hatte ich denn da drin? Das waren Karotten und das waren Tomaten. Okay, Karotten. Okay, ja, Hälfte der Zeit. Auch Tomaten. Tatsache. Ja, leck. Ja, leck. Darf ich ja gar nicht meckern. Okay, schmeißen wir mal da Mais rein. Achso, Blödsinn. Ist ja noch beschäftigt. Tomaten noch da reinschmeißen. Haben wir noch irgendwas zum Vertun? Nö, ne, eigentlich. Na, Kartoffeln können wir doch noch. Jawohl. Kann ich genauso gut hier reinpfeffern. Und das war's. Jawohl. Ja, komm, das kostet die Welt. Was soll's? Ich brauche ja ganz viel Kohle. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, dass es ein Update gab. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit der Dekoration ist. Normalerweise. Achso, hier. Normalerweise müsste doch am Anfang, wenn ich eben das Spiel starte, dann halt das Spiel erstmal ein bisschen zicken und mir erzählen, dass es noch ein Moment schon braucht. Wo waren. Wo sind denn jetzt die Münzen? Ah, hier. 10. Ja. Kann man schön gucken gehen. Ich werde nachher benötigen für mit Nielka und Future, wenn dann Future überhaupt online kommen kann, beziehungsweise nicht, also mit dem Online, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass er überhaupt auf sein Spiel kommt. Ich meine, wir haben jetzt zwar die Hoffnung gehegt, dass durch dieses Update da irgendwie was entzerrt ist, weil er war ja nicht der Einzige, der dieses Dilemma hatte, dass man plötzlich zwar ins Spiel reinkommt, aber nicht mehr auf seinen eigenen Hof, also so in dem Startbildschirm irgendwie festhängt. Und ja, keine Ahnung, also hat alles neu geladen, was normalerweise ja weiterhilft bei diesem Open Beta. Ich weiß nicht, was ich so wunderschön an diesem Spiel finde. Meine Orientierung ist ja normalerweise nach 15.000 Mal durch die Welt hier schreiten irgendwie sehr gut. Ne? Also ich meine, Breath of the Wild weiß ich auch so ungefähr, wo ich mich langhangeln soll. Das ist ja schon eine Weile her. Aber ich habe eben 200 Stunden in diesem Spiel verbracht. Also so ungefähr weiß ich schon, wo was ist. Allerdings, wenn ich jetzt mir das hier ansehe, da hinten diese Berge, denke ich dann, waren die vorher schon da? Die Perspektiven hier sind immer irgendwie ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eben nur vor meiner Nase immer drauf achte, wo ich lang gehe und dann gar nicht so in die Ferne schweife. Und erst später, wenn ich dann tatsächlich den Blick an den Horizont hefte, dann mehr Dinge auffallen. Oder ob durch irgendein Update wirklich was neu ist. Und dann kriege ich von anderen gesagt, nee, nee, das ist total alt, das war schon immer so. Und dann gucke ich in meinem Video und nee, war nicht immer so. Also es hieß ja eigentlich, am 6. wäre ein Update, aber anscheinend habe ich mich verlesen.
Also am 5. kam ja das Größere, also das überhaupt hier so Dinge stehen, also Geschenke und der ganze Krempel und überhaupt das Quest, ne? Aber ich meine, es wäre am 6., da hatte ich dann schon drauf gehofft, dass dann hier so der Rest auch kommt. Was ist denn da eine Karotte? Eine Karotte und ein Wels. Das ist aber ein Mini-Wels, ey. Das ist hier eine. Also an der Portion wärst du jetzt satt. Ist hier Fuß? Fuß? Ja! Allerliebst! Süß. Was ist denn das hier? Das Scheibenglas, das sehe ich nicht. Nähzeug. Und ein Schuh als Stift halt. Nee, als Werkzeug halt. Witzig. Was soll denn das für ein komischer Lappen sein? Ah nee, Quatsch, das ist Stoffrolle. Und das Grillhähnchen. Oh, der ist so knuffig. Ja, gefällt mir. Oh, die sind ja verschieden. Der hat einen Rucksack auf und der hat eine Hose an. Die Latzhose, die ist so cool, hä? Jeans-Latzhose. Mein Kindheits-Teddybär im übertragenen Sinn, weil es ist ja kein Teddy, es ist ja ein Hund. Der hat auch eine Latzhose an, eine Kord-Latzhose. Mhm. Und zwar noch das Original. Von meiner Mutter hat er mal so eine andere Hose gestrickt bekommen. Die war mit Basteln und Stricken war die so total extrem, so wie ich eigentlich auch. Ich gebe mir da auch... Ach, das sind Blätter. Ich gebe mir da auch oft die Kanne bis zur Vergasung und dann habe ich keine Lust mehr, weil ich es echt übertrieben habe. Da sind auch so viele Details, ne? Ich meine, du läufst 15.000 Mal dran vorbei und hast dir es zwar am Anfang vielleicht mal angeguckt, aber dann läufst du halt wieder 15.000 Mal dran vorbei und vergisst es auch irgendwo, ne? Das ist schon... Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und dann da oben die Muster, die völlig unnötig sind, aber trotzdem sind sie gemacht worden. Ach, schön. Einfach schön. Richtig schön. Kann man sie gar nicht hinsetzen, warum auch immer. Ach ja. Ein Kamin, der gefällt mir einfach super gut wegen diesem Gitter, ne? Das finde ich einfach nur geil. Ich mag ja das Metallische hier in dem Spiel so gerne. So, so gerne. Brille mit Gläsern. Das habe ich gar nicht gesehen, dass die auch so ein bisschen spiegelnde Gläser haben. Was schreibst denn du da hin? Hat nun mal vor, okay. Alles klar. Ja, es ist so richtig hundertprozentig quadratisch, also nicht quadratisch, aber zumindest da dieser kleine Bogen würde mich schon stören, weil man kann das den Teppich dann nicht so perfekt nebeneinander legen. Ne? Aber mit dem könnte man vielleicht was anfangen. Das Problem ist natürlich, du brauchst, wenn du irgend so ein Mosaik auf den Boden klatschen willst, brauchst du halt unfassbar viele. Und woher nehmen, wenn nicht kaufen, ne? Bis du dann den richtigen zusammengeklöppelt hast, also das dauert halt. So. Lauter Fragezeichen, okay. Hallo, warum das letzte nicht? Möchtest du bitte das letzte auch öffnen? Warum nicht? Ah, hast du schon längst, okay. Was haben wir denn bekommen?
Was ist denn das? Ein Tal, Sonnenaufgang, Beistelltisch. Messerset. Ich wollte eben sagen, was ist denn das für eine komische Garnspule, wo da so Fäden runterhängen? Oh, ein Goldbarren. Ja, leck die Wand an. Krass. Ah, Kunstfeuerwerk, schön. Ui. Oh la la. Gehen wir aber gleich mal hier in die Truhe reinstopfen. Ein Goldbarren. Ja, Heidewitzka. Da sind wir aber ja freigebig gewesen, der Seki. Geil. Man kann kurz ins Haus reingucken, wenn die Wand noch nicht gespawnt ist. So schön. So, gehen wir mal gucken. Diesen Beistelltisch. Die Nummer 6 ist das. Was ist ja? Oh, mit Lappen drüber. Schön. Okay. Kann man den auch ein bisschen anfärben? Mit rotem Lappen. Sehr schön, Lilla. Grünlich. Keine Ahnung. Nee. Also. Der wird mir dann schon eher gefallen. So, wie ist es mit dem. Ja, das Rot hat was. Ah, das ist so, so geil. Das Messerset kann man anpassen. Okay. Jen. Habe ich beide Teppiche jetzt angepasst? Nee, ne? Ich habe da nur den. Kann man den. Doch, den kann man. Warum habe ich den nicht? Da ist ja gar kein Muster mehr drauf. Oder zumindest nicht ersichtlich. Nee, pfui. Obwohl. An der Seite blaue Teppiche und in der Mitte dann so einen weißen Weg. Das würde auch irgendwie gut aussehen. So, wo stellen wir den Krempel überhaupt hin? Gesundheit, pardon. Es müsste ein bisschen penibel gerade hingestellt werden, oder? Geht der überhaupt gerade? Ah nee, das ist immer so ein Ticken schief. Das, nee. Es backt in dem Lappen da rein. Ja, okay. Das geht. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, würde ich sagen, ne? Ja, siehst du, das ist nicht korrekt gerade. Das ist, ne? Das geht in die eine winzige Fransel da rein und schon will er es nicht mehr so hinstellen, wie ich es gerne hätte. Okay, lass mal. Ach so, ich hatte ja nur an den Wänden hatte ich ja das Blaue. In der Mitte ja nicht. Ja, aber.
wäre gar nicht mal so eine doofe Idee, in der Mitte halt so einen Weg zu machen, ne? Hätte was. Nee. Nee. Gefällt mir nicht. Ich finde das hier eigentlich ganz geil mit dem Kupferboden. So. Schmeißen wir den Kram nochmal zurück. Gut. Habe ich nicht schon... Ah ja, da habe ich schon längst ein Messer. Egal. Gehen wir mal uns noch so ein Bäumchen machen, ne? So ein Bäumeli. Mit Schmuck dran. Mache ich den jetzt komplett nur mit Kugeln? Ich mag ja eigentlich dieses andere Ding eher gerne. Was ist denn der ganze Kram? Gottchen. Achso, ja, die Ermittler anrichte. Ermittlersessel? Ach, der ganze Krempel da. Aber den kann man ja nicht von der Farbe her anpassen. Also, wenn man auf schwarz steht, ist gut. Wenn nicht, dann... dumm gelaufen. Was ist denn der ganze Kram? Ach, verdammt. Dass ich das jetzt wieder gefunden habe. Hier war mal winterlich mit W, ne? Die kann man ja auch nicht mit der Farbe... Wenn da irgendwie so ein Zeichen wäre, dass man da die Farbe anpassen könnte, das wäre eigentlich ganz nett. Das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Okay, was machen wir da? Pass mal auf. Ich will wissen, wie viel an so einen Baum dran gehen. Machen wir erstmal so 30 Stück von den Dingern. Da war wieder nur ein Eichel angezeigt, habe ich gerade eben gesehen. Ich meine, das waren 9, gestern waren es 8 und jetzt ist es dann doch 1 abgezogen. Wo waren die? Ich meine, das waren tatsächlich... Also ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich die korrekte Zahl abgezogen haben, ist ja auch egal. So, jetzt probieren wir mal, ob wir das hier voll kriegen. Und wie viel das sind. Und ob man da wenigstens ein paar sehen kann. Manche scheinen wirklich ein bisschen ungünstig zu hängen, dass sie im Gestrüpp drin hängen. Okay, das ist irgendwie doch doppelt. Das will er irgendwie nicht. Nee, das spackt irgendwie. Kann man noch irgendwo was dran? Oh, Jesus, nee. Jede Menge. Achso, ist leer. Ha! Gottchen. Okay, 30. 30 ist zu wenig.
jetzt 40. Wie gesagt, das Double nicht. Da oben ist noch einer. Und ganz da oben die Spitze halt. 35 Plätze. Wobei man nicht alle sieht. Würde ich dann doch mal glatt behaupten wollen. Also ich könnte natürlich jetzt nachzählen, aber wäre ich bekloppt. Okay. Also für mein Auge wäre jetzt hier an der Schärpe wäre definitiv noch Platz für so eine Kugel. Hier wäre definitiv auch noch Platz. Hier ging auch noch. Das ist so. Gut, gut. Alles klar. Also das ist jetzt ein Baum komplett nur mit Kugeln. Sehr schön. So, wo stellt man den hin? Ah, stellen wir da hin. Sieht ja von vorne ganz gut aus, von hinten, keine Ahnung, wurscht. Wir haben ja noch nie wirklich ein Bäumchen tatsächlich so frei stehen gehabt. Wir haben den immer in die Ecke stellen müssen, weil die Bude nun mal nicht so groß ist. Ach, das da steht auch schon seit Tag 1, glaube ich, darum. Ja, es ist ganz nett. Die Glöckchen finde ich natürlich super, ne? Die sehen natürlich ganz toll aus. Die sind auch ein bisschen größer, die sind nicht einfach nur rund, sondern da ist noch ein bisschen Geschnörgelgedöns dran. Aber diese anderen Holzembleme, die rocken ja richtig, ne? Die finde ich ganz toll. Die in Kombination mit den Glöckchen vielleicht, das wäre auch ganz toll. Ja, das wird mir gefallen. Soll ich da oben noch was drauf hocken? Weiß gar nicht, geht eigentlich auch eine Kugel? Also, dass die was aussieht, oder? Jein, ne? Ja gut, lassen wir so. Dann lassen wir so. Sieht ganz putzig aus, dass da oben irgendwas drin hockt. So, warte mal, dann schmeiß mal hier auch noch ein paar Kugeln dran. So. Sehr schön. Nicht zu überladen. Die Schärpe da, die finde ich ja so ganz, ganz knuffelig. Der sieht auch von alleine ganz gut aus, ne? Den könntest du auch eigentlich ohne irgendwelches Gedöns, könntest du den eigentlich lassen. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Ich meine, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Online-Freunde, aber je nachdem, wer vorbeikommt, der dann da was dran klatscht, nach seinem eigenen Gutdünken, wäre eigentlich auch ganz nett. Nee, ich mache da eine Glocke oben drauf. Das ist mein Part. Mich halt nur noch gucken, wo die Glocke dann am besten aussieht. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Dann hauen wir den hier hin. Ja, perfekt. Perfektamor. Je nachdem, was jemand basteln möchte und dran klatschen möchte, dann sieht der auch dann ganz individuell aus. Da braucht's Kupfer.
Für die braucht's Holz. Nee, wo war? Hier. Für die braucht's Glas. Ja, das ist das, was halt was Besonderes, ne? Je nachdem, was jemandem gut gefällt oder was derjenige halt irgendwie entbehren kann, passt das schon. Das passt schon. So wahnsinnig viele Flicken-Kits habe ich gar nicht mehr. Nochmal von denen noch ein paar bauen. Was habe ich denn? Nee, vergiss es. Was? Da ist Holz für nötig? Seit wann das? Ich dachte, da war vorher... Nee, Moment. Da ist auch Kupfer und so Zeug für nötig. Das wird nur nicht angezeigt. Gell? Also 100 Holz habe ich. Da stimmt was nicht. Das wird nicht gescheit angezeigt. Warte mal, 100 Holz. Stimmt das auch wirklich? Ja, schon. Okay. Kupfer. Wo ist mein Kupfer? 228. Jo. So viel dazu. So, dann schmeißen wir mal den Kram da nochmal rein. Und eins, zwei, drei. Da hauen wir mal ganz kurz jede Menge Bäume hier hin, die wir gleich wieder weghacken. Hat die jetzt ineinander ein bisschen gesteckt oder? Keine Ahnung. So, was haben wir denn da? 273 bei 20 Bäumen. Das ist jetzt nicht so knallermäßig. Das hat mich jetzt gewundert, dass da nicht so viel bei rumkommt, aber buh. Gut.
Alles klar. Also Bernie Elka darfst du wahrscheinlich eher nicht mit Deko kommen. Die möchte das bestimmt so haben, wie sie es gern hat. Aber ich kann ja die Idee mit dem, wir können einen Gemeinschaftsbaum ja auch kreieren, mal unterbreiten. Vielleicht ist ihr das nicht zu suspekt. Wo ist denn jetzt der Krempel hin, Menschenskinder? Glöckchen. Glöckchen, Glöckchen, Glöckchen. Sie hat ja auch in ihrem Stream diesen Chat-Command mit Glöckchen. Donnerkeso ist. Ach so, der ist ja irgendwo da unten, das Winterzeugs, ne? Jut. So. Nehmen wir mal 4 Stück. Die hau ich mal erst hier schön rein. Ich kann ja bei ihr auf dem Hof immer noch dran grabbeln an irgendeine Kiste. Und vor allen Dingen, wenn ich bei anderen dann zugegen bin, kann ich das ja dann auch mal testen. Sabi ist ja schon länger nicht mehr wirklich on. Beziehungsweise wenn, dann habe ich sie anscheinend verpasst. Sehr schön. Ach, ist hier schon wieder soweit. Gar nicht mitgekriegt. Samen bekommen. Oh, warte mal, da ist ja noch. Wo ist der? Ja, der ist. Das sah nicht gemacht aus, deswegen. So, wo wollte ich denn den Baum hinhauen? Ich wollte den eigentlich hier hin tun, ne? Irgendwie ja. Ach, Düngen habe ich ja völlig vergessen. Düngen habe ich ja sowas von vergessen. Apropos, die Würmer habe ich auch vergessen, ne? So. Was machen wir denn da? 1, 2, 3. Nee. Hier haben wir 4er. Irgendwo was frei? Nee, gut, nichts übersehen. Also es lohnt sich ja bei mir überhaupt nicht, eine TV-Zeitschrift mehr zu kaufen. Selten, wie ich da reingucke, deswegen gucke ich da online eben nach, aber gestern bin ich fast wahnsinnig geworden. Ich habe nicht mehr gewusst,
wo diese eine Sendung läuft. Und der Witz ist, es ist ja wieder eine Wiederholung. Also von daher ist es jetzt nicht so tragisch, wenn ich es verpasst hätte. Aber das hat mich jetzt gestern sowas von angezeckt, dass ich mir das nicht mehr merken konnte. Ich kann auch jetzt immer noch nicht sagen, welchen Sender das lief. Das ist irgendwo da hinten so Vox Up oder Six oder TLC oder weiß der Geier irgendwie so. Also da hinten heißt bei mir so Programm 35 ungefähr, habe ich das. So aus Gewohnheit ist RTL immer noch auf Platz 4, wo ich das so super selten gucke. Das war halt der vierte Sender, den wir hatten. Also beziehungsweise meine Großeltern hatten den ja. Durch Saarland konnte man ja RTL Plus mit Luxemburg gut empfangen. Mittlerweile hocken die ja, glaube ich, in Köln, oder? Weiß ich gar nicht. Obwohl, letztens hatte ich Probleme, da war ich gar nicht mal so sicher, ob es tatsächlich an meiner Satellitenschüssel hängt. Da waren die ganzen Tochterfirmen von Pro7 oder Sat1. Nee, Sat1 ist, glaube ich, eigentlich die Original. Und Pro7 ist die Tochterfirma. Wurscht. Auf jeden Fall waren die ganzen Kabel 1, Pro7 und Sat1 waren nicht empfangbar. Dafür auch ZDF. Und ZDF Neo, ARD ging. Also es war sehr schräg. Keine Ahnung, also vielleicht hat das irgendwas mit München zu tun. Da war ja das Wochenende über so ein absolutes Schneechaos. Ob da... war. Es ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich meine, pff, ne? Dann ging's halt nicht. Das ist jetzt nichts, was mich völlig aus der Fassung bringt. Fernsehen... guckst du halt ZDF über Mediathek, ist auch egal. So, Glas, genau. Da hauen wir dann noch so ein bisschen rein. Nee. So. Also, Steine kloppen wäre nämlich ganz praktisch jetzt, um Glas nachzuarbeiten, wegen der Kugeln. Lampen haben wir genug. Warte mal, da ist... was ist das, Silber oder? Ja. Ja komm, den kann ich auch hier rein. Ach, verdammt, schon wieder vergessen. Donnerkiesel, okay. Blaubeersamen hätte da jemand gerne. Und Seide, mit Seide kann ich dienen. Seide kriechen wir hin. So, wo ist die Seide? Seide, Seide, hier. Blaubeersamen. Boah, da muss ich echt freigebig sein, um das abgeben zu wollen. Da muss ich wirklich freigebig sein, was ich nicht bin. Okay, also Steine kloppen. Das ist der Selfie-Rahmen, oder? Was zum... ja gut, das geht von alleine weg, wenn ich mit irgendeinem Charakter spreche. Das war jedenfalls beim letzten Mal so. Ach, die Würmchen habe ich ganz vergessen, meine schönen Würmchen. Ja, das ist... das baggert sich halt hier mit den... mit dem Dünger zu wie Teufel. Deswegen klatschen wir mal da noch rein. Okay, ich muss verkaufen. Ich muss Dünger tatsächlich verkaufen. Es ist ja auch nur der Wachsfix, ne? Also den brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig dringend. Weil ich vergesse eh, da immer regelmäßig nachzugucken. Ist halt so. Aber ich müsste mal generell gucken, ob ich nicht doch vielleicht irgendwas verscheuere. Was haben wir denn da reichlich? Oh ja, genau. Das da. Hm. Nee. Oh, Pelz könnte man eigentlich... ach nee, mit Pelz kann ich ja gar nichts anfangen. Es ist ja nur die Tierhaut, ne?
Mit Pelz kann ich nichts anfangen, außer halt noch mehr Items zu kreieren. Allerdings könnte ich von denen auch ein paar gebrauchen. Es sind nur noch 100 da. Das ist perfekt, genau 100. Das ist ja wie abgezählt. Gut. Nehmen wir mal mit für die eine. Nur damit ich es halt hier weg habe. Das Zeug kannst du ja auch nicht mehr. Obwohl, letztens hat Sixt oder wer hat irgendwie gesagt, er hatte dieses Item mal kurz angeklickt, weil er 8 Stück oder so hatte. Und dann sind die dann plötzlich wie von Zauberhand verschwindibust. Deswegen greife ich mal so rein routinemäßig, greife ich mir mal einfach irgendwelche. Und vielleicht nutzt es ja irgendwas. Milch, Mehl, Ei, Süßblatt. Das ist bestimmt die Macaron, hm? Dum, 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 dum. Ja, eins behält halt über. Das war... Das hier, ne? Das ist das Item, das andere ist das Quest-Item. Da hockt sie. Da hockt sie und sagt nichts. Achso, das ist die Fackel im Hintergrund, die ist ein bisschen am Leuchten. Ich dachte eben, wieso ist die am Leuchten? Die hat nur die Augen ein bisschen heller. So. Gut. Ein bisschen auffüllen, mehr nicht. Gut. Gehen wir noch flott zu einer. Ich müsste ja eigentlich noch heute einkaufen. Wenn wir jetzt nachher einen Stream machen. Ja, bada. Ach, dann sind wir frühestens um 4 Uhr wahrscheinlich fertig. Ja, sie hält ja immer sehr lange durch. Und ich bin dann so nach 3 Stunden am Schwächeln. Aber wenn Future dabei ist, dann wird's vielfältiger. Zu zweit ist auch nett, ja. Aber ich meine, wir orientieren uns ja sowieso ein bisschen eher an Nilka. Nielka, sie ist ja schließlich die Streamerin. Was sie macht, ist Programm. Und auch beim Looten. Ich versuche, sie im Auge zu behalten. Weil, wie gesagt, die Orientierung ist bei ihr so ein bisschen knifflig. Damit ich ungefähr weiß, wo sie ist. Und aber wenn zum Beispiel Future dabei ist, dann bin ich schon ein bisschen lockerer drauf. Dann gehe ich auch mal meine Wege kurz, um irgendwas zu tun. What? But won't you be in another server then? Need, was, wie, hä? Need to go back home first, wait. Soweit ich weiß, sind die nicht auf einem anderen Server, wenn sie in der Gruppe sind, oder? Gehen wir mal hier lang. Ja, du kannst manuell synchronisieren. Hm? So, hier. Da ist sie, Deinchen. Guten Tag. Oh, deine Zähne sind wie ein Haufen glitzernder Steinchen. Menschen sind sogleich uralt und ganz neu, faszinierend. Heute ist ein guter Tag zum Angeln, nicht wahr? Für mich bist du der beste Fang. Das verstehe ich nicht ganz, denn ich bin kein Fisch und ich finde Würmer zwar köstlich, aber beiße nicht automatisch in sie hinein.
Ich habe nach einer besonders geistreichen Kaktusmoräne gesucht, die mir Gesellschaft leisten könnte. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar findest. Ich habe hier aber was anderes. Dieses Steinchen hat die Farbe einer sehr scharfen Chilischote. Oder menschlichen Blutes. Faszinierend. Okay. Grüble nicht so sehr über die Einträge im Angeltagebuch in meiner Höhle nach. Auch wenn sie beunruhigend sein mögen. Wait. Wieso beunruhigend? Sie gehören nicht mir, sondern einem Mann, der schon längst erloschen ist. Okay. Ich bewahre sie aus überwiegend sentimentalen Gründen auf. Sweet. So, also ich habe hier alles. Ich gucke nur mal so nebenbei nach, dass ich nicht vielleicht irgendwas übersehen habe, weil ich mir ja die ganzen Updates normalerweise nicht durchlese. Ich lass mich überraschen. I hope you have received what you require. Ah, da ist hier ein bisschen. Nee. Ich wollte gerade sagen, wie sieht denn meine Katze aus? Das ist ja nicht mein. Ich weiß, ich wusste im ersten Moment echt nicht, ist das meine Kiste? Ist das ihre Kiste? Ist es mein Fisch? Ist es ihr Fisch? Das war leicht irritierend eben. Dachte ich, die wird hier durchrauschen. Aber sie wollte nur ein einziges Leben, oder was? Nee, da hinten ist auch kein Angeln. Gut, dann halt nicht. Aha, da ist jemand. Dup-di-dup. Hallo. Wo bist du hin? Ah, da. Sehr schön. Wonderful. Ich weiß gar nicht, was brauche ich überhaupt noch für... Achso, ja, kochen generell. Oh, obwohl ich noch ein bisschen normal kochen könnte. Die drei zusammen kochen sind ja ruckzuck erledigt. Fische zusammen angeln, okay. Oh. Ich habe viel zu wenig geangelt. Dann die magischen Kreaturen. Wäre eigentlich Schnurzpie, Bursch, Scheißendreck egal, weil ich ja die Medaillen überhaupt nicht brauche. Edelmetall halt, jo. Das war's. Gut, Edelmetall. Ich brauche sowieso Steine, um Glas zu arbeiten, zu fertigen. Das ist in einem Aufwasch dann erledigt. Ansonsten halt zusammen kochen. Wie immer, Dari verkochen. Ich habe, glaube ich, 7 Stück in der Kiste. Da kann ich ruhig mal ein bisschen was spendierhosenmäßig raushauen. Ja, gemeinsam angeln, das mache ich lieber alleine. Also alleine im Sinne von, ich ziehe da lieber alleine los und stelle mich bei irgendwelchen Leute und angel mit denen. Weil
Ja, Elke hat's nicht so mit Angeln. Das ist für sie frustig. Was ich verstehen kann und deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwie drauf bestehen. Schön, dich wiederzusehen. Wie soll dich die Leute in Erinnerung behalten? Als Helden? Als Innovator? Also Erfinder? Also so jemand, der voranschreitet? Als Freund? Ich werde niemals sterben. Als Freund. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Es ist zuweilen schwierig, ein Freund zu sein, aber es lohnt sich immer. Heute Abend soll ich einen alten Freund schreiben. Sollte. Werde, heißt das. Ich werde einem alten Freund... Ich möchte einem alten Freund schreiben. Das mit dem Helden ist schon verführerisch, ne? Jemand ein Held sein. Helden sterben aber einsam. Von daher. Welcher Phönix war das? Warte mal. Welcher Phönix war das nochmal? Der... Oh, 700. Gottchen. Ich brauche noch ein bisschen. Und dann wäre ich ja fast durch, ne? Ne, ich brauche ja 900. Und dann hat sie's. Dann hat ich sie starten Pokémon, mit dem man auch macht. Entschuldige, wenn ich abgelenkt wirke. Ich spiele gerade mit einer Gedankenschach und wir stehen kurz vor einer Entscheidung. Im Gegensatz zu Menschen erlöschen Galdurs nicht. Selbst wenn wir deaktiviert werden, kann dies rückgängig gemacht werden. Ich habe sogar kürzlich erst gespürt, wie ein alter Freund erlöscht wurde. Entlöscht wurde. Okay. Sein Flüstern war vor 5000 Jahren verstummt, ist jetzt aber zurückgekehrt. Oho. Cool. Also cool im Sinne von... Oh, wieder zurück sind wir? Wieder zurück, ja? Bevor ich Feierabend mache, räume ich stets die Bibliothek auf. Beim Aufräumen gehört das Abstauben der Tische und Regale, das Fegen der Böden und das Einsortieren der Bücher. Gina und Hekla helfen mir von Zeit zu Zeit dabei. Kenyatta konnte hingegen noch nicht dazu bringen, auch wenn sie angefleht habe. Angefleht hast du? Du hast gefleht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe nur selten die Gelegenheit, die Bibliothek zu verlassen, um etwas zu essen. Wenn ich überhaupt einmal zum Essen komme, fröne ich meiner Vorliebe für Fisch. Doch zu fischig darf es nicht sein. So etwas wie Karausche könnte genau meinen Geschmack treffen. Karausche. Das müsste ich mir mal merken, oder? Oh, ich würde dir gerne ein paar neue Theorien entgegenwerfen. Wie schön, dich wiederzusehen. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Es findet eine seltene Faunablüte statt und ich muss sie als erste finden. Okay. Blut. Als Kaleri und ich klein waren, sind wir am liebsten an den Strand gegangen. Tatsächlich weiß ich aus sicherer Quelle, dass sie die Muscheln, die wir damals gefunden haben, doch immer hinter ihrem Tresen versteckt. Also die steht auf Mupfeln. Mupfeln. Ich hätte jetzt auch mit Gina reden. Ach, sei es drum. Ach, was soll's. So, Stündchen ist schon wieder rum. Das geht hier alles sehr flott von der Hand. Das mit dem Phönix, mit dem Drachenschrein werde ich wohl dann so im Vorbeigehen machen. Wir gehen ja bestimmt wieder dort hinten entlang, um diesen gefleckten Stinkerli zu finden. Oder zumindest zu suchen. Und dann kommen wir ja da eh vorbei. Das ist ja der einzige, der mir noch fehlt. Der ist halt auch super selten. Zug. So. Weg. Verkaufen. Was habe ich jetzt gerade eben da? Ach, Lehm war es. Gut, wie viel brauche ich denn an Lehm? Auch gar nicht so viel. Nö, reicht.
Recht, recht, recht. Steine sind's halt. Steine, Steine, Steine. So, raus damit. Ich habe nur noch 200 Platz. Meine Fresse, ich bin wieder voll. Okay, 30 raus. Ja, ja, 7 Stück. Bis. Na guck, 30 raus. Okay, das behalte ich noch ein bisschen. Dieses hier. Nee, behalte ich auch noch mal. Wer weiß, wer weiß. Leder. Boah, 39. Das ist ein bisschen heftig. Das gibt auch gut Kohle. Aber je weniger wert die sind, desto eher, wenn es dann irgendwann zu was zu verarbeiten wäre, wäre es dann vielleicht so, dass die dann auch sehr zuhauf vorhanden sein müssen. Weiß ich halt nicht. Also, die das rausschmeißen. Das raus, das raus. Das raus. Goodie. Sehr schön. Das ist also Kleinscheiß. Komm, raus damit. Raus damit. Alles, was keine Miete zahlt, muss raus. Ja, komm. Das dauert ja auch nicht lang, bis das wieder volle Pulle ist. Bis das wieder voll ist. Dann stockt's ja wieder. So, die schmeißen wir auch gerade noch raus. Gut. Fertig. Na, das ist ein bisschen viel des Guten. Ich wollte ja tatsächlich mal hier aussortieren. Okay, das brauche ich nicht, wenn ich mit denen losziehe. Das eigentlich auch nicht. Ah, komm, nimm sie mit. Dann brauche ich die auch nicht wirklich. Die brauche ich auch nicht. Weil wenn wir gemeinsam losziehen, muss man niemandem erklären, dass da ein Bäumchen ist. Nielka ist ja schließlich im Stream, da wird nicht lang gewartet auf andere. Falls er auf die Idee kommt zu jagen, würde ich dann doch das da mitnehmen wollen. Ne? Falls auf die Idee kommen. Nee, den nehme ich nicht mit. Wie ist denn das? Wie lang hält mein Haar? Ja, der hält noch lang genug. Gut, dann machen wir das so, so, so. Dann habe ich gut Platz. Das machen wir mal hier hin. Machen wir mal hier hin. Wunderbar. Dann bin ich nicht so flott voll. Gut. Alles klar schon. Alles klar schon. Gut, keiner da. Wie schaut's? Fleisch hätte jemand gerne. Und Steine. Fleisch kann ich mit dienen. Nee, hier. So. Goodie. Bevor ich jetzt hier loszottel, würde ich jetzt doch gerne noch eine normale. Nee, das ist es nicht. Das ist das auch nicht. Wo ist denn die Gefleckte? Hier. Einmal kurz in die Tasche nehmen. Was war es noch? Warte mal, den habe ich auch hier. Mal kurz in die Tasche nehmen. Was war es noch? Was war es noch? Was war's? Sonst nix, ne? Den brauche ich generell halt zum Verkochen.
Und ansonsten? Ja, ich könnte eigentlich jetzt noch ein bisschen angeln gehen. Das wäre gar nicht mal so eine blöde Idee. Das wäre gar nicht mal so eine doofe Idee. Dann habe ich das auch mal wieder gemacht. Gut. Ja, so ein surrendes Glas. Kann ich das eigentlich noch mal fertigen? Da brauche ich doch bestimmte Viecher, ne? Ungewöhnliches Insekt. Ach, ich kann die jetzt auswählen. Ach, witzig. Das kann ich auswählen. Na? Das war's dann auch mit den... Ah, den wollte ich eigentlich auch nie mal geben. Obwohl, den kannst du ja im Moment überhaupt nichts schenken, ne? Für was waren denn nochmal die ungewöhnlichen Insekten? Irgendein Gegenstand habe ich... Dafür habe ich die gebraucht, oder? Sonst hätte ich die doch schon längst verkauft. Den habe ich einfach, weil er... Ich glaube, den wollte ich Tamala geben. Und der... Das sei so unnötiges Zeug. Nee, ich weiß es nicht mehr. Wenn ich es einfach irgendwann mal brauche, muss ich halt nochmal hin. Meine Güte. Meine Güte, dann muss ich halt nochmal hin. Das ist halt was Besonderes ist, ne? Ich glaube, deswegen habe ich den. Da kann ich ihn genauso. Ach so, ist voll schön. Was habe ich denn da drin? Kann ich nichts rausnehmen. Habe ich hier irgendwas doppelt, dreifach? Frag mich nicht. Ich bin schon von 4, bin ich schon runter auf 3. Dann bin ich jetzt so weit, dass ich auf 2 runtergehe, weil ich schlichtweg keinen Platz habe. Was sind das? Wolkenfisch? Also. Ja, ich habe die. Wollte gerade sagen. Was? Was zum Geier ist das denn hier jetzt für ein Scheiß? Das ist so sehr irritierend gerade eben gewesen. What the heck? Ah, okay. Den raus, den rein. Ja, komm. Was soll's? Gut, 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 gut. Dann brauche ich den, den kann ich auch wirklich rausschmeißen. Da habe ich wenigstens einen einzigen freien Platz da drin. Habe ich noch irgendwelche Sterne? 5 von den Knobis. Ja, was soll's. Was soll's. So. Warum habe ich die ja eigentlich drin? Ist doch eigentlich egal. Ja, total wurscht. Ich glaube, beim Kochen wollte ich die irgendwie nicht hergeben, aber... Frag mich nicht. Nee, die lassen wir mal noch drin. Letztens hat es nämlich irgendwie gespackt. Da hatte ich 3 Daris hatte ich in der Tasche und irgendwie war mal beim Kochen durcheinander gekommen. Und die hat dann mir die aus der Tasche gegriffen, weil ich dusseligerweise das zweimal gehackt habe. Obwohl es gar nicht gewollt war, aber es wurde als noch ausstehend angezeigt. War nicht nett. Nicht nett. Nein, nein.
Überhaupt nicht nett. So, dann gehe ich mal kurz gucken. So, warte mal. Falls ist gut. Da was hockt. Muss ich auch dran denken, dass ich die wieder ausschalte. Diese, ich fange beim allerersten Wurf. Und dass ich die auch nicht benutze, wenn Jelka und Future dabei sind. Das wäre sehr unangenehm, wenn ich denen das vorher weggreife. Gehört schon, gesehen erst als er losgejumpt ist. Losgeflitzt. So, wo war es ungefähr? So auf. Nee, noch weiter, ne? Er war schon fast hier auf dieser Höhe, wo ich den gesehen hatte. Das Stinkerli. Hier so irgendwo. Also ziemlich weit sogar weg vom. Siehst du, jetzt bin ich beim Drachenschrein doch vorbeigegangen vor lauter Viechkram. Oh, da war der sogar fast hier, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. So, gehen wir uns noch ein bisschen bei Tamala einschleimen, weil ich bin ja bei Tamala und bei Tisch bin ich bald bei Stufe 4 in Flirten. Und ich wollte eigentlich Tamala so als erstes so weit haben, um zu sehen, wie Tisch reagiert. Ob reagiert, weil das scheint die ja alle gegenseitig nicht so wirklich zu kratzen. Der Einzige, der ja die einzigen, die ja sich überhaupt dazu geäußert haben, war ja tatsächlich Hodari. Und ich meine, es war Ashura, oder? Denen ist aufgefallen, dass ich mit Tisch zusammen bin. Nee, warte mal, ich glaube, Hodari ist aufgefallen, dass ich mit Tamala was hab. Oder? Ich weiß nicht, Nee, Kaleri ist aufgefallen, dass ich mit Tamala was hab. Und ich meine, Hodari fiel auf, da ich mit Tisch was hab. So. Der hat sich da drüber geäußert. So. Wo haben wir denn? Am Stadtrand. Achso, die schläft ja jetzt. Was ist denn hier los? Was? Ja, die kommen alle von da. Da war dann irgendwas da hinten wahrscheinlich. Hallo. Schnüffel. Ja, eine schöne Maserung. Dieser Streifen. Dieser helle Streifen, der sich da so an dem Vieh entlang zieht, das ist sehr hübsch. ...20 magische Hölzer, sehr schön. Die schläft schon jetzt, oder? Oh ne, die ist noch... Die ist gerade so, ist die... am Heimlaufen. Drücke ich dir noch flott die Gottesanbeterin in die Hand. Das passt irgendwie. Die wird gerade aufgehalten von jemandem, kann das sein? Ja. Wunderschön. Ich kann ja gar nichts schenken. Ey, super. Wonach suchst du denn? Es hat irgendetwas Verbotenes an sich, sich so spät in der Nacht zu treffen. Im Schutze der Dunkelheit könnten wir alles Mögliche anstellen. Mir fallen da auch schon ein paar Sachen ein, die wir tun könnten.
Ah, jetzt kann ich ja doch schenken, okay. Bitteschön. Nun, du zeigst mir, was du wert bist, nicht wahr? Oder zumindest zeigst du mir, was du, wie gut weißt, du weißt, was ich wert bin. Was hättest du eigentlich gewollt? Smaragdgrünes Teppichmoor, ja, gibt's hier nicht. Es kommt in vielen meiner Zubereitungen als Bindemittel zum Einsatz. Ich muss zugeben, dass ich heute Abend etwas melancholisch bin. Wie fühlst du dich so? Friedlich? Ja, es ist friedlich hier im Tal, nicht wahr? Manchmal, wenn ich die Augen schließe, habe ich das Gefühl, die Strömung im Wald zu spüren. Das kann ich natürlich nicht wirklich. Ich bin schließlich kein Galdur. Aber ich habe das Gefühl, als ob ich es könnte. Ja, verlässt du mich einfach so? Ja, du gehst doch. So, angeln wollte ich. Gut, bis ich an den... Hier ist nirgendwo ein Schild in der Nähe, oder? Nee. Ich würde ja lieber von unten nach oben laufen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass hier oben eh nichts ist. Also verletze ich mal lieber an das untere Schilder und lass mich nach oben teleportieren. Nach unten eigentlich. In den Süden der Karte. Ja, so schnell brauchte ich das jetzt eigentlich nicht, aber egal. Strandwagenbucht. So. Hier ist der Geysir. Boah, ich bin schon bei 39. Level 39 bei Hacken. Das waren die 20 Bäume, die ich zu Hause da niedergemäht habe, oder? Oh, da ist Blümchen. Achso, das ist ja auch... Nee, ist das... Das ist nicht sammeln, oder? Nee, sammeln... Nee, hä? Doch, sammeln, tatsächlich. Ja, gut, dass ich da hoch bin, ist klar, ne? Man greift ja so links, rechts, stopft's in die Tasche und schon hat man ein Level up. Bam, 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 bam. Ah ne, da oben komme ich ja nicht hin, ne? Wir haben ja auch wieder hier versucht, so mit dem Geysir auf doppelte Höhe zu kommen fast. Das war auch ganz lustig, aber so weit kommt man dann trotzdem nicht. Ich glaube, Future hat es sogar geschafft, hinter das Tor zu kommen, aber es hat natürlich nichts gebracht. Weil dahinter ist ja nichts, du kommst ja nicht mehr durchs Tor raus. Ach, das... Ach so, deswegen geht das nicht. So, hier sind eh keine Stellen, sehe ich gerade. Nee, scheint nicht so sein, aber ein Gipfel. Ja, ich könnte ein paar Muscheln sammeln. Sonst nichts zu treiben hier. Ich fürchte, da war schon jemand. Yep, das sieht so aus, als wäre vorher schon jemand hier durchgerauscht. Deswegen sind auch die ganzen Angelplätze wahrscheinlich schon abgeangelt. Ratzegal, alles weg. Da ist was. Mal da hinten ist eine Stelle. Ist aber noch zu früh. Nutzt mich erst was ab 6 Uhr.
Hier ist eine Krabbe. Du bist so einer. Ach Gottchen, mit nur einem. Wow. Gottchen, was ist mit dem Nachbarhund? Der dreht da gerade ab. Der dreht da gerade ein bisschen durch. So ein kleiner Kläffer. Das ist der von gegenüber. Wenn die Gassi gehen, da dreht er immer am Rad. Da sieht er irgendeinen Busch und dann fängt er an zu kläppen wie ein Irrer. Aber ich fürchte, das ist sogar der, den sie nachbekommen haben. Der hat's vom Größeren gelernt. Und mit größer meine ich, der ist auch nur so knöchelhoch. So ein Handtaschen-Raudi. Kleine Kleff-Pissnelke. Der DJ. Hide by Bluffs near the pond. Flow Tree oder was? Ach, hier ist ja sowas von gar nichts. On my way. So. Dauert ja noch bis 6 Uhr. Kann ich genauso gut nochmal dahin reisen. Ja, Hans, jo, mehr Hans doch dicke hier, also. Ja, zentrale Stallung. Versteckte Klippe, ja. Versteckte Klippe. Wo ist sie? Near the pond. Near the pond. Wo zum Geier? Ich geh mal da ein bisschen. Ecker sehe nix. Ah, da hinten irgendwo. Ah, ja, jetzt. Ah, jetzt, ja, eine Insel. War aber auch ein bisschen knifflig da hinten, ne? Wisst ihr, hä? Thank you. Chanel. De Luca del Monte. Lily Mountain. Livenia. Das ist ein Mädel, oder? Nee, ist ein Kerl. Krasse Haare. Krasse Haare! Sowas von krasse Haare. Schön. Ich dachte schon, es wäre ein Mädel mit Bart, aber es ist ein Typi. Sieht man ja so ein bisschen an der Figur, ne? Wir sind ja alle sowas von dürr und schmal. Der da miset? Die hat auch coole Haare. So weiß vorne und hinten so ein Pferdeschwanz. Schicki. Found. Ah, nee, scheiße, das war verkehrt. Thank you. Okay, das ist fast bis zum Rand.
warum auch immer, dass ich jetzt, ich habe das auch gar nicht gesehen, wo er hinfallen sollte. So, gehen wir jetzt mal gucken, ob wir Glück haben, dass sich da was neu gespawnt hat. Ansonsten wäre es bald soweit. Sie fängt ja gerne so um 12 Uhr an, da gehe ich vorher noch mal in den Chat. Damit wir uns noch so ein bisschen warm quatschen können. Achso, das war jetzt nicht nötig, aber egal. Okay, da hinten war ja noch so eine Stelle. Kann natürlich schon längst weggeangelt sein. Ja, ist es auch. Oder von alleine verschwindet die Bus, das passiert ja auch. Ach ja. Nee. Hier ist ja so gar nichts. Überhaupt nichts. Kein einziges. Doch, da hinten. Da, zwei Stück. Kollege. Ach Scheiß, was ist denn das jetzt? Warum sehe ich das nicht mehr? Und es macht immer nur bis ganz weit weg. Das ist ja auch Kacke. Das ist ja Kacke. Da muss er aber auch wirklich ein Gefühl für haben, ne? Also. Da muss ich ja echt ein Gefühl für haben. Damit du weißt ungefähr wie, ne? Wie weit und. Also ich mag es ja, wenn es ein bisschen, ne, herausfordernd ist, aber man kann es auch übertreiben. Also sowas von übertreiben. Ja super, das willst du jetzt nicht. Warum nicht? Ja, versuchen sie in einem Gebiet zu angeln. Ja, du kannst mich mal hin rumhebe. Tu ich. Weiß ich nicht, ob ich das getroffen habe. Ganz knapp. Das Spiel denkt sich, die Dog kam das viel zu leicht, das Angeln, ne? Da muss man mal ein bisschen hier pram der Schwierigkeitsstufe schrauben oder was. Das geht ja gar nicht. Aber sowas von, ne? Gar nicht. Das ist ja eine fiese Nummer hier. Hoffentlich ist das nur so ein Einzelbug. Und hoffentlich bin ich eine der wenigen, die betroffen ist, wenn das bei ihr Ecker passiert. Ich glaube, die kriegt dann die Grasgrine. Die wird dann leicht. Obwohl, vielleicht klappt es dann noch besser als vorher. Das wäre ja geil. Nee. Sie versucht es ja zu vermeiden, zu weit von der Stelle weg zu sein, ne? Was ja auch Sinn macht. So. Das. Also wenn ich auf die Art und Weise jetzt diesen Einhornfisch krieg, fange ich an zu lachen und höre nie wieder auf. So, wenn wir auf, wenn ich jetzt nur einfach drücke, macht er trotzdem komplett die ganze. Ich muss noch nicht mal lange drücken. Er macht geil. Das ist ja geil. Das ist sowas von. Ja, toll. What the heck? Ich komme überhaupt nicht verarscht vor. So, bin mal gespannt. Treffe ich? Treffe ich nicht? Treffe ich? Das. Muss mich veräppeln. Ich hab doch getroffen. Ja, leck mich doch an der Scheiße hier.
Warum klappt das jetzt nicht? Ist doch... Shit. Irgendwie... Nee, ist zu weit weg. What the... Fuck. Was... Wer hat denn den hierher gescheucht? So, den will ich wenigstens noch mit abhaben. Also das auf jeden Fall. Wer hat denn den über die Brücke gescheucht? Und vor allen Dingen so weit. Ach du meine Fresse, nee. Wie hat denn das hinkriegt? Wo ist er? 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 Da ist er, da ist er, da ist er, da. Hä? Ah, okay. Wo sind wir denn hier? Beachcomber Cove. Warum auch immer. Geil. Was zur Hölle? Wie hat er denn das hinkriegt? Das muss doch irgendeiner gemacht haben, sonst... Wo sind denn die? Da muss doch irgendeiner gejagt haben. Oder haben die den nur verscheucht? Weil, ne? Der ist ja jetzt doch sehr extrem gesprungen. Ach du Schöne. Ja, jetzt ist er schon wieder gesprungen. Was zur... Keiner schreit on my way. Ups. Komme ich nicht ran, ohne ihn zu verscheuchen. Oh, shit. Du Scheibenkleister. Alter, wie weit... Rennt denn der hier auf der Map? Der ist das nicht gewohnt. Deswegen hat er ja nicht wirklich ein Limit oder so. Hä? Kann das sein? Cool. Dear Dawn. War das der da vorne? Das war jemand anders, oder? Ja, war jemand anders. Gut. So, um nicht gemeckert zu kriegen, hau ich jetzt ab. Ja, ich hätte ja auch warten können, ne?
Aber ich habe es nicht gelesen, dass da jemand schreibt, I'm coming. Der hatte ich zu sehr jetzt wieder auf das Vieh geachtet. Beziehungsweise, ich hätte ja warten können, bis der andere schießt. So, raus, 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 raus. Nee. Fensterregal. Ist das wieder das blöde Ding, das überhaupt nichts aufnimmt als Regal? Nö. Ach, das Teil. Ne, schmeiß mal. Schmeiß mal alles raus. Das raus. Das raus. Das zählt als... Nee, das ist zu viel wert. Das machen wir nicht. Da würde ich dann einen ohne holen, um die Sonnengläser zu bauen. So. Da haben wir so ein Fensterlade. Das sieht irgendwie komisch aus. Ach, scheiße. Ein bisschen runter, ne? So ein dicken. Ja. Ah, so. Da sieht man den Fisch überhaupt nicht. Gut. So einen weißen müsste ich da nehmen. Den weißen so, den würde man zumindest mal ein bisschen erkennen. Ja, genau. Den nehmen wir. Was haben wir hier für einen? Den Schimmerglas. Ja. Nicht Schimmerglas. Für irgendein anderes Gedöns kann man den nehmen. Ach, warte mal. Da ist ja vielleicht das Kaffeestückchen. Ach, das hab ich schon längst. Ich dachte, das hätte ich gar nicht. Das ist das, was ich bei dieser anderen Spielerin gesehen habe. Nee. Jetzt. Das war das, was ich bei der anderen Spielerin gesehen habe und dachte noch, hab ich gar nicht. Doch, hab ich. Hab's nur nicht gecheckt. Jetzt. Nee. Vorbeigehiebst. Goodie. Jupp, jupp, das gefällt mich. Das ist schön. Der schwarze könnte man eigentlich auch ganz gut sehen. Der blaue ist halt nix. Nee. Nee, schwarz wäre wahrscheinlich auch nicht so wirklich sichtbar. So ist gut, ja, gefällt mir. Ist auch relativ symmetrisch. Ohne jetzt zu furchtbar symmetrisch zu sein. Also das sind zwei verschiedene Fische, das ist schon... Ne? Muss man ja nicht übertreiben. Das Ding kann man eh nicht spiegeln. Von daher wurscht. Ist das nicht hübsch hier, ne? Wenn ich jetzt nur diese... Kerzen anbekommen würde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was ich da falsch mache. Kann man die nicht anzünden? Es ist doch eine Kerze verfunkt. Ich hab schon jetzt.
Weiß nicht, vielleicht einen Teller da hinstellen oder so. Der grüne Teller würde ja auch noch ganz gut aussehen. Ansonsten... Die Glöckchen sind halt sehr putzig, ne? Sehr, sehr putzig. Noch dieser kleine süße Schnörkel. Ah, geil. Gefällt mir. Er sieht ein bisschen traurig aus, ne? Weil er so viele Kugeln da unten rumbambeln hat. Ich glaube, die kurz vorm Boden hängen, die sind jetzt nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Könnte man da... Nee, man kann ja nichts auf die Kisten draufstellen von den Möbeln, aber... Nee, glaube ich nicht. Die unteren Kugeln, ich glaube, die würde ich gerne wegmachen, aber lass mal. Lass mal einfach stecken. So, wollen wir noch irgendwo... Achso. Wenn ich schon das Flux-Fix-Düngerzeug da drauf schmeiße, dann kann ich es auch gerade noch abarbeiten. Alles so eine Arbeit, die geht ja so nebenbei und dann sind 50 Minuten um. Ist der gewässert? Sieht nicht gewässert aus, ist er aber okay. Na. Ich habe wieder eins übersehen. Also jetzt hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Warum habe ich denn... noch eins fertig. Habe ich nicht gesehen zum Ernten. Habe ich jetzt auch irgendwie nicht so wahnsinnig Bock drauf, weil es mich nervt. Nee. Vollständigkeit halber hier so. Doof Ding. So. Jetzt sitle. Wie gesagt, ich muss vorher mal in den Chat, damit Nielke auch weiß, dass wir da sind. Wenn es denn ein Wir gibt. Weiß ja nicht, ob Future jetzt, wie gesagt, keine Problems mehr hat mit diesem Spiel. Gegenstandsanfrage ist abgelaufen oder was, ne? So, was haben wir denn? Kiefernzapfen hätte jemand gern und Flügelnuss. Okay.
und Bretter. Bretter, Karotten, Flügelnuss. Bretter, Karotten, Flügelnuss. Bretter. Ja gut, Karotten können... Ja. Nee, die habe ich selber gekauft. Die habe ich selbst gekauft. Oh. Soll derjenige gucken, wie er rankommt. So, 105 ist eine gute Zahl. Gut. So, ja, gut. So. Gut. Alles klären.